Liebevoll, hier ist euer Steinwallen. Willkommen in der letzten Folge dieser Staffel, sozusagen im Staffelfinale von Strategic Command World War II War in Europe im Multiplayer-Match gegen den Hobby-General. Und das letzte Mal sind zwei große Dinge passiert. Endlich der Angriff der Deutschen auf Frankreich ist auf voller Linie erfolgt, auf klassische Art und Weise, was mich in gewisser Weise beruhigt hat. Und zum Zweiten, wir haben Narvik eingenommen und das bringt uns in eine ganz interessante Situation dort in Norwegen und eröffnet uns Möglichkeiten. Aber jetzt schauen wir erstmal an, wie gut die Deutschen vorankommen in Holland, Belgien und in Frankreich. Ich bin gespannt. Oh! Die kann sich gut verteidigen, die Armee in Rotterdam. Das Korps sogar. Das ist erfreulich. Das wird die Vernichtung sein, aber dennoch, das war nicht schlecht. Antwerpen steht nicht ganz so gut da. Oh, zieht sich sogar zurück. Unschön. Und damit wird... Oh, aber unsere Abfangjäger sind wieder unterwegs. Wollen wir mal schauen, wie gut sie agieren. Eskorten sind dabei. Jawohl. Kein Schaden auf unserer Seite. Das ist gut. Und da folgt der Angriff auf die Armee. Allerdings ein Schaden. Ja. Ohne Eskorten. Doch, mit Eskorten. Sehr gut. Wir kriegen keinen Schaden. Der Bomber kriegt zwei Schaden. Aber hier unser Jäger jetzt. So, und die Panzer werden zuschlagen. Die Panzer sind so unglaublich gut. Ja, und das war's dann auch mit der französischen Armee. Und damit sind unsere... Hey, die holländischen Jäger sind sogar noch aktiv. Das ist natürlich cool, weil Holland noch nicht gefallen ist. Oh, wirken die noch mit? Das ist sehr schön für uns. Aber der Panzer kann sogar noch mal vorrücken. Uiuiuiuiui. So, und damit haben wir schon ein Problem, was die britischen Truppen betrifft. Hm. Wahnsinn, schaut euch das mal an, wie die durchknallen. Naja, damit sieht es für Paris sehr schwierig aus. Erwartungsgemäß, natürlich. Ja, ganz interessant, dass er da noch volle Socke drauf losgeht. Ich hätte erwartet, dass er einfach die Einheiten ein Stück weit links liegen lässt. Ah, okay. U-Boot, U-Boot. Er hat ein Transportschiff von uns gesehen. Jetzt, ja. Ja, ja. Hat das U-Boot bewegt. Letzte Runde hat er es nicht bewegt. Und dadurch, naja. Gut, okay, alles klar. So, das größte Problem, also französische Moral sinkt, weil sich die Deutschen Paris nähern. Ja, und das Hauptquartier der Roten Armee meldet sich. Aktuell wäre eine gute Zeit, unsere Gebiete und Einnahmen zu vergrößern, indem wir die baltischen Staaten annektieren. Ein strategischer Vorteil davon wäre, dass wir damit die Entfernung vergrößern würden, die bei einer Invasion überbrückt werden müsste, um Leningrad zu erreichen. Mit ihrer Erlaubnis werden unsere Truppen in den baltischen Staaten bis zur Grenze mit dem Deutschen Reich einmarschieren. Wenn Sie ja zur Besetzung der baltischen Staaten sagen, werden die sowjetischen Einnahmen steigen. Insofern ist es empfehlenswert, ja zu sagen. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Grund, jetzt nicht ja zu sagen. Ich weiß nicht, ob das was eine Auswirkung auf die Kriegsbereitschaft hat. Steht bei Informationen nicht. Möglicherweise geht es bei den USA runter. Ich weiß es nicht. Wir sagen ja. Okay. Dem Molotow-Ribbentrop-Pakt zufolge fällt Bessarabien in unseren Einflussbereich und es wäre jetzt eine gute Zeit für uns, das Gebiet einzunehmen. Damit hätten wir eine Pufferzone für den Schutz von Odessa vor einem Angriff. Die Operation würde uns 15 Produktionspunkte kosten und jedweden Widerstand würden wir einfach vom Feld fegen. Allerdings würde Rumänien danach 10% stärker zu den Achsenmächten tendieren. Ja, das ist eine spannende Frage. Da bin ich mir nicht ganz im Klaren. Wenn Sie ja sagen, besetzt die Rote Armee Bessarabien, Rumänien tendiert 10% stärker zu den Achsenmächten. Wir gucken mal. Es geht meines Wissens um
diesen Abschnitt. Der Punkt ist, ich will sowieso gar nicht so weit vorne verteidigen. Gut, ich meine, wir könnten in Galati stehen. Aber okay, das hilft uns hier eine Runde. Ne? Wir könnten den auch vorziehen nach Czernowitz oder vielleicht hierhin. Ja, das ist eine schwierige Frage. Eine Runde kann viel ausmachen in dem Spiel. Mit ein bisschen Glück, wettermäßig sind sogar zwei Runden. Wisst ihr was? Ich sage ja. So, wir haben einen neuen Flugzeugträger, die Illustris. Und das war's dann auch. Okay. So, jetzt haben wir tatsächlich das Problem mit dem britischen Expeditionskorps, ehrlich gesagt. Denn wir haben keine französischen Einheiten mehr, die uns hier irgendwie schützen könnten. Das ist echt ein strukturelles Problem jetzt in dieser Situation. Wir müssen Paris natürlich schützen. Also offensiv ist wie immer nicht viel zu holen, das kennen wir schon. Die sind eingekesselt, die haben eh keine Chance. Ich meine, wir könnten jetzt... Ja, das ist alles sinnlos. Hier brauchen wir uns gar nicht großartig darum zu kümmern. Ich glaube, es ist auch unsinnig, jetzt die Leute hier wegzuholen. Nee, wir müssten zusehen. Hier können wir vielleicht noch ein bisschen Produktionspunkte investieren. Und hier können wir sehen... Ah, schade, die Armee kommt nicht nach Paris. Wäre schön, wenn wir eine der Armeen in Paris hätten. Aber das würde nicht funktionieren. Im Gegenteil, es ist sogar schon so, dass wir maximal bis hier hinkommen mit den Truppen. Aber wir müssen uns dort positionieren. Ja, da ist allerdings gar keine Verteidigung. Wir könnten uns natürlich auch hier in den Wald stellen, aber dann werden wir sofort überrannt. Ja, okay. Das werde ich mir ein bisschen überlegen. Also mein größte Sorge, also ich... Mein Ziel ist es, dass wir noch eine Runde durchhalten, dass der Deutsche nicht in der nächsten Runde Paris nehmen kann. Dann sind wir gut dabei, würde ich sagen. Dann haben wir, glaube ich, den historischen Punkt auch überschritten. Mein größtes Problem ist das britische Expeditionskorps, das jetzt hier abgeschnitten sein wird. Und wenn... Die werden jetzt quasi das hier abschneiden. Ich meine, wir haben eine sekundäre Versorgung hier. Das sichert uns noch ein bisschen. Aber wir müssen irgendwie hier wegkommen. Wir können ja diesen Hafen jetzt nicht mehr nutzen. Das ist das Problem. Wir können allerdings von hier aus noch verlegen. Oh, das ist interessant. Warte mal, das will ich mal kurz probieren. Ah, okay. Wir können also so eine Art Notverlegung sofort in jeglichen Hafen hier hinten machen. Das ist natürlich überaus praktisch. Das bedeutet, das geht aber nur, solange diese Eisenbahnverbindung noch stabil ist. Okay, Leute, das waren jetzt erstmal Vorüberlegungen. Jetzt muss ich noch ein bisschen nachüberlegen. Wie immer, ein kleiner Schnitt. Okay, wir haben also zwei Ziele. Erstes Ziel ist es, die Franzosen noch eine Runde hier zu retten. Also zu sichern, dass zumindest in der nächsten Runde der Deutschen noch nicht Paris fällt. Das zweite Ziel ist, dass wir ja, unser britisches Expeditionskorps irgendwie heil nach Hause bringen. Außerdem müssen wir unsere britischen Flugzeuge hier auch weitestgehend retten. Die dürfen jetzt nicht komplett irgendwie zerstört werden. Wir werden deshalb auf jeden Fall schon ein bisschen was abziehen. Die taktischen Bomber kommen rüber. Ja, bringen wir sie mal hier hin. So, da müssten sie erstmal in Sicherheit sein. Ich werde auch die Jagdflugzeuge schon rüber beordern. Das ist mir hier ein bisschen zu riskant. Oder wir können sie hier noch im Hinterland stationieren mit 7... Also da können sie auf keinen Fall stehen bleiben. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was wir jetzt mit dem Expeditionskorps machen. So. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir hauen sofort ab, zum Beispiel hier mit unserem Hauptquartier rüber und wir verlegen eine Einheit hier hinten hin, ziehen sie nächste Runde rüber und die ziehen wir nach Calais und ziehen dann rüber. Oder wir harren hier noch eine Runde aus, um noch so ein bisschen zumindest, den Druck
aufrechtzuerhalten, dass vielleicht nicht alle Kräfte der Deutschen gegen Paris ziehen. Und ich tendiere tatsächlich dazu, Letzteres zu wagen. Das bedeutet jetzt Folgendes. Wir müssen das Hauptquartier allerdings, soweit es geht, zurückziehen. Eigentlich wäre Rouen ein ganz guter Punkt. Ich will hier französische Truppen auch noch mit positionieren. Das werdet ihr gleich sehen. Dann werde ich, glaube ich, die Armee nach Amiens bringen. Ja, das Korps vielleicht auf diese Position. Nee, beziehungsweise die Armee nach Amiens und die beiden Korps hierhin. Ja, das wäre es. Dann können wir die Korps auf jeden Fall in der nächsten Runde rausnehmen, rüberbringen, während die Armee dann den Rückzug über Le Havre oder Cherbourg antreten muss, gemeinsam mit dem Hauptquartier. Das muss dann irgendwie, das muss irgendwie dann noch gedeckt werden. Ja, durch wen wird das dann gedeckt? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie so schnell dort nicht sind, ne? Das ist das Problem. Keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn Frankreich kapituliert und die britischen Truppen dort noch sind. Die müssten ja dort eigentlich weiterkämpfen können. Huiuiuiui. Naja, gut, ich riskiere mal ein bisschen was. Wir machen das. Also, das Hauptquartier kommt nach Rouen. Ja. Das mache ich deshalb, weil wir dort auf einer Eisenbahnstrecke stehen. Da können wir im Notfall das in der nächsten Runde rückwärts verlegen. So. Dann werden wir die Armee nach Amiens ziehen. Ja. Und die Korps entsprechend hierhin. Da können wir dann auch, wie gesagt, die beiden können wir das nächste Mal verlegen. Ich gehe davon aus, dass die noch am Leben sind dann. Also die einzigen, die sie erledigen können, wären die Panzer. Und ich vermute mal, die Panzer wird dagegen Paris schicken wollen. Vermute ich mal sehr stark. So, jetzt ist die große Frage, was machen wir mit den französischen Armeen? Ich werde auf keinen Fall eine Verlegung machen. Also, wir werden sie ziehen. Blöderweise haben wir Kontrollzonen, sodass wir nicht ganz so flexibel sind. Ich tendiere dazu, im Moment Paris einmal frei zu ziehen. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Und da den Befehlshaber reinzubringen. Aus dem Grund, dass ich dann... Also diese Flugzeuge sind einfach so ein bisschen Puffer. Die muss er halt auch noch erledigen, bevor er hier rankommt. Und ich denke, aus diesem Grund können wir es uns auch noch leisten, unsere eigenen Jagdflugzeuge hier noch stehen zu lassen. Noch eine Runde, dass sie nochmal richtig schön Schaden anrichten bei den deutschen Flugzeugen. Das hat mir gut gefallen. Ja, ich glaube, das machen wir. Die sind Puffer, ne, dass er einfach einen Angriffsbefehl mehr braucht, ehe er beim Hauptquartier ist. So, und jetzt ist die große Frage. Ja, machen wir das. Ich würde das Korps gerne hier hinsetzen. Die Panzer hierhin, diese Armee da, wo die Panzer stehen, diese, da kommen wir nicht hin. Okay, die Armee muss dann hierhin, genau. Und die muss irgendwie nachrücken, da könnte ich auch einen Gewaltmarsch machen, während die einfach verstärkt noch werden. Das wäre der Plan. Okay. Hier in Dijon. Der Befehlshaber hat die. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir den noch nach Auxerre ziehen. Das weiß ich noch nicht so richtig. Gut, dann setzen wir den Plan jetzt mal in die Tat um. Also, Chor. Hierhin. Panzer hierhin. Die Armee dorthin. Den Befehlshaber nach Paris. Ah, verdammt. Okay, das geht nicht so... Ah, da habe ich mich verguckt. Ah, das ist natürlich unglücklich. Das ist unglücklich. Ich meine, wir könnten ihn dorthin ziehen. Auch keine schlechte Position. Oder halt hier hinter den Fluss. Wo nützt er uns jetzt in dieser Situation am meisten? Ich meinte, er wird hier eine Kontrollzone etablieren. Das wird ihn behindern. Ja, lassen wir ihn mal dort. Das ist okay.
Und Chalon besetzen wir jetzt nicht, sondern ziehen lieber hier hin. Dann können wir in der nächsten Runde vielleicht damit noch nach Paris ziehen. Da haben wir eine Armee in Paris stehen. Das wäre ganz praktisch. Oder ich mache einen Gewaltmarsch. Ja, reduziert natürlich krass die Moral, aber die werden in der nächsten Runde nicht angegriffen. Dann haben sie sich vielleicht wieder erholt. Dann sind wir safe in der übernächsten Runde in Paris. Ich würde sagen, wir machen das so. Machen wir hier mal einen Gewaltmarsch. So. Okay, da haben wir uns jetzt ein bisschen positioniert. So, dann verstärken wir auf jeden Fall nochmal die Jäger, die starken. Achso, warte mal, halt diese hier, ja. Die haben nämlich schon hübsche Erfahrung gesammelt. Das ist ganz gut. Ja, die werden noch einmal hier gut agieren können. Okay. So. Was verstärken wir mit den französischen Produktionspunkten, sodass wir noch einen möglichst großen Effekt haben? Auf jeden Fall die beiden Armeen, denke ich. Panzer geht nicht. Ja, die französischen Flieger, also wenn ich gar nichts mehr ausgeben kann, dann machen wir das so. Aber ich würde sagen, wir geben lieber alles, was wir haben, in diese beiden Armeen. Ja. Und damit haben wir auch nur noch zwei. So. Und jetzt gucken wir mal. Ich denke, wir werden hier mal ein bisschen Verschiebebahnhof machen. Der Befehlshaber, haben wir den auf halbautomatisch? Mache ich mal. Der kommt nach Auxerre. Und jetzt machen wir das mal einfach so. Wie weit könnt ihr? Okay, wir werden mal hier komplett die Linie jetzt verlassen. Gibt keinen Grund, warum wir das jetzt noch halten. Hier werden wir mit denen auch noch so eine Art Puffer etablieren. Vielleicht einfach nach Chalon ziehen. Es ist ein bisschen, ist das cheesy, wenn man das macht? Ich meine, er gewinnt Erfahrungspunkte, muss man auch dazu sagen. Wir platzieren sie mal hier. So, dann will ich Folgendes machen. Die kommen nach Besançon. Die kommen nach Dijon und die nach Belfort. So, geben wir ihm die Maginot-Linie. Die sind hier verloren. Okay. Gut. Damit haben wir die Franzosen weitestgehend gezogen, außer unseren Transporter hier. Halt, da müssen wir natürlich noch den Hafen freiziehen, der sich hier in Toulon befindet. Das machen wir auch. Und die Garnison muss weg und dann können wir dort noch anlanden. Okay, haben wir hier noch einen Korps übrig? Ich meinte, das kann auch noch mit Gewaltmarsch hier vielleicht eingreifen. Warum nicht? Das haben wir jetzt gewissermaßen frei. Das bringen wir hier oben noch hin. Wer weiß, vielleicht kann es auch noch nutzen im Kampf um Paris. Weil wir das ja jetzt zusätzlich haben, ziehen wir das mal hier hoch. Gut. Damit haben wir die Franzosen gezogen. So, jetzt können wir uns überlegen. Theoretisch ist, also wir könnten theoretisch, ne, könnten wir nicht. Wir haben ja noch diese holländischen Jagdflugzeuge, aber die können wir mit den Briten nicht finanzieren. Ja, wir werden die Holländer, also hier können wir nichts machen, aber wir werden deren Schiffe hier nochmal außen nutzen, um vielleicht hier noch gegnerische Schiffe aufzuspüren. Aber hier befindet sich offensichtlich nichts. Okay, kein U-Boot hier in Sicht, aber wir haben ja noch U-Boote gefunden. Wir bewegen uns hier nochmal hin. Ich meinte, die sind eh verloren. Die können wir eigentlich dann hier auch nochmal positionieren. Können Sie hier noch ein bisschen die Route aus Norwegen stören? Soweit, so gut erstmal. Das. Jetzt kommen wir zur Narvik-Geschichte. Also,
Rein regeltechnisch ist es meines Wissens so, dass die Deutschen nicht Einheiten produzieren können und direkt in Norwegen aufstellen können, weil es keine direkte Verbindung zur Hauptstadt gibt. So, das ist der Grund, sonst könnten sie die mit der Eisenbahn verlegen, geht aber nicht. Das heißt, wenn die Deutschen, also entweder kriegen die Deutschen Event-Truppen, das kann natürlich sein, weiß ich nicht, oder sie müssen selbst Truppen hier irgendwie über ihre Häfen nach Oslo oder nach Trondheim bringen. Das ist eine interessante Geschichte. Aus dem Grunde, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie erstmal hier keine Truppen großartig haben. Das würde bedeuten, dass wir hier vormarschieren können. Wir gewinnen hier allerdings nur langsam an Supply. Das ist hier so ein bisschen ein Problem. Wenn man was erobert, geht das auf 0, glaube ich, runter. Und jede Runde 1 oder 2 Punkte geht das hoch. Und damit steigt auch der Supply. Ich denke, wir werden erstmal, um auf Nummer sicher zu gehen, versuchen zu verstärken. Ja, genau, unsere Spezialeinheiten. Damit wir hier auf Maximum sind. Das machen wir aber nicht bei den Franzosen. Hier werden wir einfach so schnell es geht vormarschieren und einfach Stadt für Stadt jetzt die Versuchung einzunehmen. Im Gewaltmarsch kann man natürlich nicht in Feindesland marschieren. Auch da befindet sich keine gegnerische Einheit. So, das Schöne ist, wir kriegen halt über jede Stadt ein bisschen Produktionspunkte, gar nicht so wenig. 0,05 pro Punkt. Wenn die auf Maximum sind, haben sie, weiß ich nicht, 5 Punkte, 8 Punkte. Wie ist das hier bei den normalen Ortschaften? Gucken wir mal bei uns. In der Regel 8 Punkte. Es kann aber sein, dass in Feindesland das weniger ist. Aber wenn es gut läuft, sind es 4 Produktionspunkte. Wenn es schlecht läuft, dann nur 3 oder so. Narvik ist besonders wichtig, weil es eine sekundäre Versorgung ist und 0,75 bringt. So, unser Job ist es, der Job der Navy meines Erachtens, dafür zu sorgen, dass keine Verstärkung über Trondheim hier nach Norwegen kommt. Das U-Boot werde ich dafür verwenden. Erstmal bringen wir es wieder runter. Werde ich ansonsten dafür verwenden, dass wir hier im getauchten Zustand im Skagerrak liegen und checken, ob irgendwas nach Oslo kommt. Das ist der Job des U-Boots. Mal gucken, wie es das erfüllen kann. Wir werden uns hier aber erstmal hinbewegen mit dem U-Boot. Auf reguläre Art und Weise, da sehen wir jetzt nichts. So, das heißt, die Flotte ziehen wir jetzt mal, ja, so ungefähr hier hin. Ich weiß nicht, wie weit er sehen kann. Ich würde es gerne außerhalb seiner Sichtlinie haben. Man kann von seinen eigenen Inseln, wenn wir das mal bei uns anschauen, eigentlich immer nur das Nachbarfeld sehen, wenn ich das richtig sehe. Hier zum Beispiel können wir gar nichts sehen, interessanterweise. Okay, das heißt, wir, naja, um sicher zu gehen, sollten wir hier stehen. Mit dem Flugzeugträger sowieso etwas weiter zurück. Okay. So, und der Zerstörer, der kann ja hier schon mal ranfahren und checken, ob hier irgendwie überraschenderweise irgendwelche Truppen sich aufhalten. Das ist nicht der Fall. Das sehen wir auch nicht, ne? Ne, wir können nicht an Land gucken, okay. Das wäre schön gewesen. Aber so funktioniert das nicht. Wir könnten aber mit, ich glaube, wir können mit dem Flugzeugträger aufklären. Ah, dazu müssten wir allerdings näher ranfahren. Ja, das werde ich jetzt noch nicht machen. Behalten wir uns nochmal als Option vor. So, damit haben wir Narvik und die Nordsee weitestgehend abgehandelt. Ja, diese Flotte, die ziehen wir jetzt tendenziell, würde ich sagen, ein bisschen zurück. Die Schiffe sind soweit noch in Ordnung. Wir haben ja keine gegnerischen Schiffe hier gefunden. Deswegen gibt es im Moment meines Erachtens keinen Anlass, jetzt da so offensiv zu stehen. So, aber hier, interessanterweise, mit ein bisschen Glück, kann es uns jetzt gelingen, ein weiteres U-Boot zu erledigen. Ah, verdammt. Verdammt. Hat aber Glück gehabt. Schade drum. Wirklich schade drum. So, wir müssen jetzt irgendwie, ja, in welche Richtung, ich vermute mal, also wir kriegen es jetzt ja nicht, das kennen wir schon, das Spielchen. Ich würde mal so, ah, doch, wir kriegen es doch. Hä? Manchmal taucht es wieder auf. Jawohl.
Einen weiteren Angriff können wir, glaube ich, nicht machen. Nee. Ja, dann bewegen wir uns wieder weg. So, mit ein bisschen Glück mit dem französischen Zerstörer kriegen wir das U-Boot weg. Los. Es taucht wieder ab. Dieses Schweinebacken-U-Boot. Aber das wäre so schön, hätten wir es auch noch zerstört. Dann hätten wir den Atlantik ziemlich freigeräumt. Ah, ich vergesse gerade die Aktion, die wir hier unternehmen wollten. Ja, wobei die französischen Schiffe, ehrlich gesagt, es sieht tatsächlich so aus, und das ist auch durchaus ein bisschen ungewöhnlich, habe ich das Gefühl, dass die Italiener ganz spät in den Krieg reinkommen. Deswegen werden die französischen Schiffe vermutlich gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Wir bringen sie mal hier zurück. Sammeln sie bei Toulon. Aber Sinnvolleres können wir meines Erachtens jetzt auch nicht mit ihnen machen. Hier haben wir noch einen Zerstörer. Irgendwo werden wir ja noch... Achso, das war das U-Boot. Ja, ja, ja. Das war das U-Boot, wo ich mir das letzte Mal noch gewundert hatte. Irgendwo überfällt er noch unsere Routen. Aber es sieht mir so aus, als ob jetzt die Routen erstmal geklärt sind. Er hat sicher noch weitere U-Boote im Bau. Wir fahren hier einfach mal auf Spaß mal runter. Aber im Moment haben wir die Lage hier ganz gut im Griff. Ja, wir fahren auch mit denen, obwohl das Dreier. Dem gönnen wir mal ein bisschen Ruhe. Fahren wir mal hier hin. Ich will nicht, dass er nationale Moralpunkte bekommt. Durch ein Schlachtschiff ist da sehr viel nationale Moral möglich. So, und wo bewegen wir uns hier hin? Wir wissen nicht, in welche Richtung. Er jetzt abgetaucht ist, und vor allem wissen wir nicht, in welche Richtung er verschwinden will. Ich werde mich mal hierhin bewegen. Gut. Das kanadische Schiff fährt jetzt hier einfach seine Route ab. Obwohl wir eigentlich wissen, dass hier keine Raids derzeit stattfinden. Aber Vorschrift, Dienst ist Dienst, nicht wahr? So, damit haben wir das erledigt. Okay. Jetzt kommt ein weiterer spannender Punkt, nämlich das polnische erste Korps, das wir verlegen, also transportieren wollten. Und das gebe ich aus. Und hier ist jetzt der Plan, das hochzubringen nach Narvik. Und zwar ohne gesehen zu werden, aber das sollte kein Problem sein. Wir werden erstmal hier hinfahren und dann uns hier in Deckung unserer Flotte bewegen. Das sieht doch ganz gut aus. So, das heißt, wir werden das nächste Mal in Narvik landen können, wenn wir dort nochmal hinkreuzen. Das sollte kein Problem sein. Prima. Okay. Sehr schön. Das wird den Deutschen richtig Stress machen, weil am Ende, worum geht es hier eigentlich? Am Ende geht es darum, Trondheim zu erobern wäre schon mal richtig gut als sekundäre Versorgung. Aber wenn wir weiter vorankommen, dann ist es halt möglich, dass wir Oslo nehmen. Das ist ein nationales Moralziel und vor allem würde das bedeuten, wenn wir Norwegen nehmen könnten, dass wir halt hier Flugzeuge stationieren können und halt richtig unangenehm ihn auf den Sack gehen können. Ja, also das wäre ein super Ärgernis für ihn, das kann man schon mal sagen. Und das heißt, er muss Ressourcen aufwenden, um sich darum zu kümmern. Und darum geht es am Ende, darum geht es. Das ist das Ziel des Ganzen. Ich hatte schon zeitweise überlegt, ob wir vielleicht sogar einen Panzer darüber legen, verlegen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu krass. Okay, das heißt, wir wollen erstmal mit den Truppen haben wir alles getan. Wir haben 326 Produktionspunkte und wir können mit den Briten weiter in die Forschung investieren. Wir haben 2 in der Industrietechnologie, da geht es nichts mehr weiter, aber ja, ich denke, warte mal, hier können wir auch nicht investieren. Warum eigentlich? Darf man immer nur 1 in Spionagenaufklärung haben? Okay, dann gehen wir auf jeden Fall in die nächste Produktionstechnologie rein. Mit 125. So, und wir können noch 250. Ja. Infanteriewaffen sind wir am Start.
Und ich denke, wir werden jetzt erstmals in weiterentwickelte Panzer gehen, auf Stufe 2 die bringen. Ich weiß, wir haben nur ein oder zwei Panzer in Arbeit. Aber das wird, glaube ich, ein bedeutender Punkt werden. U-Boot-Jagd läuft. Das ist auch ganz nett. Erdkampfwaffen, aber wir machen mal die zweite Stufe hier. Das ist viel. Aber ich denke, es lohnt sich. Okay, damit sind wir immer noch nicht durch. Jetzt kommen wir zu den Amerikanern. 179. Hier können wir noch weiter investieren. Ich gehe nochmal. Ah, können wir nicht. Dann gehen wir einen nächsten Schritt in Richtung Produktionstechnologie. Ja, je weiter wir hier sind, umso billiger werden irgendwann die Einheiten, die wir irgendwann in Masse rauspowern werden. Das ist der entscheidende Punkt. Und zurück zu den Sowjets, wo die Pioniere immer noch nicht fertig sind. Ah, das dauert aber auch. Das heißt, mit den Sowjets können wir im Moment jetzt erstmal gar nichts machen. Nee, können wir nicht. Aber wir haben noch eine neue Einheit, die wir einsetzen können. Genau, den Flugzeugträgern. Die Frage ist, wo? Vermutlich nur in Großbritannien, hier unten nicht. Genau, wie immer. Joa, dann bringen wir ihn jetzt mal hier hin. Sehr schön. Und damit beenden wir den Zug. Die Franzosen sind bei 73%, die Briten bei 103%. Das ist doch in Ordnung. Schauen wir mal, ob es noch interessante Events gibt. Genau, wir annektieren die baltischen Staaten. Tallinn, Riga, Kaunas. USA entwickeln Marinewaffen. Okay. Alles kommt durch. Jawohl. Also, die erste Phase des U-Boot-Krieges, würde ich sagen, haben wir gewonnen. Das kann man schon mal festhalten. Prima. Gut. Ja, dann sind wir am Ende der Staffel. Es geht also das nächste Mal in der nächsten Staffel weiter mit dem vielleicht finalen Schlag auf Paris. Ich hoffe ja, dass wir noch eine Runde durchhalten. Und vor allem hoffe ich, dass unser Expeditionskorps heil zurückkommt. Wenn das kaputt gemacht wird, darüber will ich gar nicht nachdenken. Das wäre ein herber Schlag. Andererseits will ich auch nicht zu früh raus. Das ist mir irgendwie peinlich. Also, wir sehen uns wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.